begrüße Sie live aus Davos. Wir stehen vor dem Heliport. Der ist da hinten. Sie sehen es, da wird in wenigen Augenblicken der Donald Trump, der US-Präsident, landen für seinen Besuch hier am World Economic Forum. Was wir auch schon sehen, sein ganzer Fahrzeugkoloss, der steht schon da. Der ist bereit, dass die nachher können mit dem Donald Trump Richtung Intercontinental Hotel, das ist das Goldene Ei, wo wir aus ihrer Sicht rechts von uns sehen, hinter dem Wald. Das ist schon seit Tagen abgeriegelt für den Besuch vom US-Präsidenten. Wir sind hier live. Bei mir ist der Matthias Berlocher, Politikredakteur von Now. Was ist das Programm von Donald Trump hier in Davos? Das ist natürlich ein drängendes Programm. Er trifft verschiedene politische Führer. Theresa May geht als erste heute Nachmittag. Wir müssen noch schnell diesen Mann RAB Platz machen. Man sieht, das Leben geht weiter in Davos. Auch wenn der Donald Trump kommt, man lässt sich nicht so sehr beeindrucken. Auch wenn ein Haufen Leute da jetzt rundherum stehen bei diesem Heliport. Ein Haufen Schaulustige und Kamerateams. Theresa May trifft er trifft am Abend zum Beispiel auch eine Gruppe von Wirtschaftsführern, zum Nacht, ein Wirtschaftsdinner, wenn man so will. Der Empfang für Donald Trump ist so ein bisschen gemischt. Also einerseits die politische Seite, es haben diverse europäische Präsidenten gestern schon klar gemacht, dass man nicht sehr einig ist mit dem Stil von Donald Trump. Auch das ganze WEF ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man zum Beispiel über Klimaschutz redet und über viel Gemeinsamkeit redet. Das ist alles das, was Donald Trump nicht vertritt. Umgekehrt, die Bankenvertreter, Wirtschaftsvertreter, die auch da am WEF sind, natürlich, naturgemäss, die sagen in ihren Panels, super, der Trump macht etwas für uns, wir werden 4% Umsatzsteigerung haben im nächsten Jahr zum Beispiel, es wird neue Arbeitsplätze geben. Er trifft also auf ein gespaltenes WEF, kann man sagen, so, wenn er da eintrifft. Morgen dann natürlich das grosse Highlight, wo alle drauf schauen werden, wo niemand über den Rest des WEF-Programms wird reden. Die Rede kurz nach Mittag, nachdem er die Delegation von unserem Bundesrat getroffen hat, der Bundespräsident Alain Berset, der Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann und der Außenminister Ignacio Cassis. Es ist ja schon mal das Thema gewesen, dass das vielleicht auch ein bisschen Angst rum ist, seitens von Ueli Maurer, wenn jetzt Donald Trump die Steuern für die Unternehmenssteuern absetzt, dass nachher alle grossen Unternehmen wieder zurück auf Amerika gehen und die Schweiz verlässt. Ist das wirklich, haben Sie wirklich Angst? Jetzt, besonders der Ueli Maurer, du hast ihn gestern interviewt. Ja, von Angst kann man, glaube ich, nicht reden. Also man hat Respekt und man sieht das durchaus als Szenario, dass verschiedene amerikanische Unternehmen ihre Hauptsitz oder ihre europäischen Sitz aus der Schweiz abzügeln, viel Geld auch abzügeln aus der Schweiz und dann in den USA Steuern zahlen, weil es dort jetzt günstiger geworden ist und man natürlich immer noch ein amerikanisches Unternehmen ist. So ein bisschen den Patriotismus auch spielen lässt. Umgekehrt sagt der Ueli Maurer, die Amerikaner machen eigentlich das, was sie machen. Man muss für sein eigenes Land schauen. Braucht das wiederum auch als Argument, dass die Schweiz dann halt auch für sich schauen muss und auch günstige Unternehmensbesteuerung schaffen muss. Da ist man ja noch dran. Wir haben ja, so, wir, das Stimmvolk, die Unternehmenssteuerreform 3 abgelehnt. Da kommt das nächste Projekt noch auf uns zu, wo wir dann müssen, darüber abstimmen wieder. Gestern Abend ist noch ein Interview mit dem Alain Berset, Bundespräsident. Er trifft morgen mit dem Ueli Maurer und Bundesrat Johann Schneider-Ammann, dann der Donald Trump. Du hast ihn auch noch auf ihn angesprochen, auf den US-Präsidenten. Wie hat er auf ihn reagiert? Er sieht das ganz pragmatisch. Also er sagt, das ist ihm nicht egal, aber das tritt in den Hintergrund, was Donald Trump für einen Charakter hat, was er für Tweets absetzt, was er für eine Politik auch betreibt. Es ist ihm einfach wichtig, dass er den Präsidenten der Vereinigten Staaten trifft. Weil da kann man nicht darüber wegsehen, die Vereinigten Staaten sind wirtschaftlich sehr wichtig für die Schweiz, sie sind politisch sehr wichtig für die Schweiz. Die Schweiz ist auch politisch wichtig für die USA. Wirtschaftlich auch, wir gehören zu den Top-Investoren in Amerika. Also muss man mit ihm reden. Er ist auch darauf angesprochen worden, der Alain Berset, warum das, wie er das sieht, wenn man jetzt da protestiert gegen den Donald Trump. Die Demonstration in Davos ist ja abgesagt worden, beziehungsweise verboten worden. In Zürich und Bern haben sie es schon gefunden. Er sagt ja, sagen darf man das schon, aber reden soll man dann gleich noch miteinander, ob man jetzt die Person Donald Trump mag oder nicht. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten, also redet man miteinander und man redet miteinander, weil man Politiker ist und nicht, weil man sich persönlich muss anfreunden miteinander. Du hast jetzt gerade Protestaktion oder Demonstration erwähnt, auch in Zürich.
Dann gibt es noch eine lustige Anekdote, was lustig, man kann sagen, real fake news von der amerikanischen New York Times. Du hast sie sogar da. Ich nehme das gerade schnell durch. Und man schaut sie an, wir haben sie vorhin noch schnell auf dem Weg da gekauft. Man sieht da ein Foto von, auf der Frontseite, muss man sagen, ja. Von der Demonstration in Zürich. Und was steht? Trump's Davis Moment. Trump Demonstration in Davos, Switzerland. Genau. Also Bild ist allerdings von Zürich. Ja. Hätte Donald Trump doch recht und New York Times verbreitet laufend nur Fake News, ist ein bisschen ein Steilpass für ihn. Ich glaube nicht, dass er darauf anspringt, weil er natürlich ähnliche Fehler auch macht. Aber eben, apropos Steilpass für den Donald Trump. Wir sehen es, es hat immer noch sehr viel Schnee in Davos. Ich habe es vorher angesprochen, Klimawandel ist ein Thema in Davos am WEF. Und, Achtung, wir müssen den Klimawandel auf die Seite schieben. Der Donald Trump. Wir sehen da im Hintergrund mindestens 3 Helikopter. Das wird das sehr wahrscheinlich sein. Müsste ich fast. Man weiss ja nicht genau, in welchem Helikopter das er jetzt ist, weil er ist in Zürich gelandet und nachher mit der Air Force One seinem Jet oder seinem Flüger in einen Hangar von der SR Technics und dort abgeschirmt dann ausgestiegen. Darum weiss man bis jetzt nicht, in welchem das genau ist. Man sieht jetzt im vierten Helikopter, der ist dort hinten vorgekommen. Ich lasse mich jetzt mal auf den Test raus, ich bin nicht der Aviatik-Experte, aber ich würde vermuten, der Grösse nach fliegt ein Schweizer Helikopter voraus. Das hätte ich jetzt auch sagen, ja. Und dann ist sicher der ein Amerikaner auf zweiter Position und dort hinten auf dritter sicher auch. Ja, ich würde mal sagen, dort oben ganz rechts, das sieht aus nach dem Marine One. Das ist der Helikopter vom Donald Trump. Der hat so ein weißes Dach, an dem kennt man den auch. Und dann sieht man, also jetzt vor uns, gerade der Super Puma von der Schweizer Luftwaffe landet gerade auf dem Heliport. Gut, also es sind mittlerweile 5 Helikopter, weiter hinten sieht man auch noch einen. Es nimmt mich Wunder, wie der Donald Trump wird da auf Temperaturen und auf die Umgebung in Davos reagieren. Wir haben um die minus 4 Grad, würde ich jetzt mal sagen. Es ist kalt und er geht ja selbst im Sommer auf Florida, weil es um New York zu kühl ist. Also man sieht jetzt da, das ist Marine One, dort innen wird er sehr wahrscheinlich sein. Auf dritter Position, das ist wieder ein Super Puma von der Schweizer Luftwaffe. Also da sieht man schön vor uns, wie der Helikopter von der US Air Force landet. Also das Schauspiel da hinten, das muss man nochmal schnell sehen mit der Kamera vielleicht hinter. Es sind jetzt ungefähr 6, 7, 8 Helikopter da am Himmel. Ich sehe sogar 8, also 2 sind gelandet, 6 noch in der Luft. Ein riesen Aufgebot. Man muss sagen, alle Helikopter sind nicht bewaffnet. Die Schweizer haben gar keine Waffen und die Amerikaner dürfen nicht, weil sie in der Schweiz sind. Es ist also reiner Begleitschutz, ein bisschen auch Show natürlich. Man kann nicht den US-Präsidenten allein hier hinführen. Vielleicht, ich weiss nicht genau, auf welcher Seite er aussteigt. Das werden wir jetzt gerade sehen, wenigen Augenblick. Vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen rüber, dass wir den Herr auch sehen, hier live auf Now, wenn der US-Präsident Donald Trump Davoser Boden betritt. Da sieht man einen Black Hawk Helikopter. Die hat man schon vor einer Woche in Dübendorf gesehen. Und es kommen weitere. Ich würde jetzt mal vermuten, dass nicht. Meinst du, ist nicht der? Nicht der war, der als Zweiter gelandet ist, sondern als er da erst kommt. Standesgemäß. Aber ist das auch, das ist glaube ich kein, ja doch, dort, gell, der zweite. Das könnte noch ein Marine One sein. Naja, oder eventuell so eine Black Hawk. Also gut, dort vorne sieht man schon Leute, die aus dem Super Puma aussteigen. Das wird aber nicht der Donald Trump sein, weil der wird in seinem eigenen Helikopter sein. Da.
wenn du dort rauf schaust, oder? Das wird doch noch ein Marine One sein. Das könnte gut möglich sein, dass er. Also bisher sind 3 Super Pumas von der Schweizer Luftwaffe gelandet. Dann dort sieht man, jetzt steigt jemand aus. Das ist so ein Offizier von der Schweizer Luftwaffe. Ah, jetzt aber links sieht man doch, da ist ein Offizier, ja genau. Eher aus, als ob er dort ist, aber es könnte gut da sein. Weil das ist, so wie es aussieht, auch Marine One. Okay, jetzt geht dort ein Türchen auf. Vielleicht können wir mit der Kamera ganz nah anzoomen. Jetzt sind wir schon drauf. Ist er das dort? Das ist er, glaube ich. Dort läuft er über den Schnee. Kann das sein? Läuft er allein über den Schnee? Aus. So Mutterseelen allein. Ja, komm. Aber es ist allerdings in die falsche Richtung losgelaufen. Er wird jetzt umdirigiert. Er hat schon das Auto gesehen im Hintergrund, aber er muss da um die Schneemauer rundherum laufen, so wie ich das interpretiere. Ich weiss nicht, ob man auf Ausser der Kamera... Der ist es nicht gewesen. Wie? Ausser der ist es nicht gewesen. Wir wissen es nicht. Ja. Ich sehe das nicht von Augen, vielleicht sehen wir es in der Kamera. Ich sehe, glaube ich, nicht genau, ob das der Präsident war. Aber wir haben jetzt auch noch den zweiten. Und wenn wir rauf schauen, dann Himmel, da ist noch ein Helikopter von der... Ist das die Schweizer Luftwaffe? Ein Super Puma, der da noch über Davos kreist. Ja, es könnte gut möglich sein, dass... Ja, jetzt werden hier aber alle ziemlich zugeschneit von dem letzten Helikopter, der noch landet. Vielleicht könnte genau das gerade ein Grund sein, dass er im letzten Helikopter ist. Genau. Ich nehme nicht an, dass man den US-Präsidenten so belästigt und mit Wind und Schnee. Und dann Donald Trump, der wieder gerade verfrieren. Und unterdessen hinter uns fährt wieder die Rätische Bahn vorbei. Es Schön. Läuft alles ganz normal in Davos. Ein Haufen Touristen, die mit dem Handy an den Fenstern stehen und filmen, was da echt passiert. Was jetzt nachher sicher wird geben in Davos, und das werden alle spüren, ist das Verkehrschaos. Die Straße von da vom Heliport Richtung als erstes Intercontinental Hotel, das, was wir da hinten gesehen haben, das Goldige Ei, wird gesperrt sein. Also jetzt fahren die Fahrzeuge da führen. Eventuell fahren die vor den anderen. Helikopter, der als letztes gelandet ist. Die Wagenkolonne ist schon in Bewegung. Das würde ja heissen, er ist schon zugestiegen, oder? Dann die dort einfach sich parat machen. Ja, ausser das haltet noch eine Limousine vor dem Helikopter, der jetzt da noch läuft. Das könnte sein. Wir werden es jetzt sicher gerade noch sehen. Weil dort ist noch niemand ausgestiegen. Und es kann ja nicht sein, dass wir einen Teil der Delegation da am Heliport stehen lässt. Genau. Ja. So wie ich das gesehen, machen die sich einfach parat, dass das Präsidentenfahrzeug auf der richtigen Höhe steht und man nachher gar kann per Auto verschieben in die, was sind das, 300 Meter weit entfernt Ja, es ist eben, glaube ich, nicht so einfach, weil die müssen da ganz rundherum. Ah, die fahren dort hinten rum, natürlich. Ja. Wir sind da am privilegierten Standort, sozusagen. Ja. Wir hoffen nicht, dass unser Auto, wo wir aufgrund von der Zeit irgendwo haben müssen abstellen, nicht am Donald Trump im Weg steht. Er wird das verschmerzen. Also ich glaube, jetzt können wir sagen, er wird in diesem Helikopter sein. Ist aber noch sieht immer so Spekulation. Es macht sich dort das Empfangskomitee parat. Die Leute, die betont breitbeinig dort stehen, werden die sein, die unter der Jacke nicht nur Kleider haben. Aber man sieht den Verkehr da vorne noch. Hinten dran der Bus auf der Straße, auf der Kantonsstraße da. Der rollt noch, wird wahrscheinlich aber dann in ein paar wenigen Augenblicken, wenn der dann ausgestiegen ist, der US-Präsident, wird der wahrscheinlich blockiert.
Was muss der jetzt echt noch machen? Dort drinnen? Im Helikopter drinnen? Ja. Tönne justieren. Frisur sitzt Frisur ja immer bei ihm. Ja. Sitzt immer. Auch wenn sie kurz verblasen wird. Ein Feuerwehrauto hat es auch noch da. Es würde mich jetzt wundern, wer ihn eigentlich in Empfang nimmt. Ich nehme an, der Klaus Schwab ist neben dieser Dame in Hellblau. Wahrscheinlich auch ein Vertreter aus der Schweiz, das wäre er jetzt. Ah, da ist der US-Präsident Donald Jawohl. Trump. Jetzt ist er ausgestiegen, man sieht es also ein bisschen an seiner Gestik, würde ich sagen. Dass es er ist, dort ist jetzt gerade ein Handshake. Wird er von beiden Seiten leicht gestützt, im Fall, dass er ausschlüpft. Okay, und da läuft er davon. Richtig. Limousine. Okay, das ist jetzt also der letzte Helikopter. Da innen ist er. Es ist ein Riesenaufgebot, was braucht für so einen Besuch, für so einen Staatsbesuch oder einen Besuch jetzt gerade am World Economic Forum. Die Schweizer Luftwaffe, die, wie gesagt, mit drei Super Pumas und glaube einer, der noch irgendwo am Himmel ist, man sieht ihn dort oben, Reisen, ja. Muss begleitet werden. Aber er ist ja eine völkerrechtlich geschützte Person. Genau, das haben verschiedene Bundesräte auch betont, beziehungsweise auch der Kapo Graubünden, Chef Walter Schlegel. Wir haben die völkerrechtliche Verpflichtung, Staatsoberhäupter zum Beispiel auch untere Kader natürlich zu schützen. Man kann nicht einfach darüber hinwegsehen, wenn jemand höchst in Anführungszeichen in die Schweiz kommt, muss man den schützen. Man kann den nicht einfach quasi den Unwill des Volkes aussetzen, zum Beispiel wenn das vorhanden wäre. Natürlich wird das noch von Fall zu Fall evaluiert, wie viel Schutz das es braucht. Also wir haben natürlich auch schon gesehen, dass da zum Beispiel Außenminister aus europäischen Ländern in der Schweiz sind, wo man auf der Straße gar nicht erkennt, wo relativ wenig Schutz brauchen, nicht gerade die ganze Armee aufgeboten wird. Im Fall von Donald Trump ist da natürlich eine andere Sicherheitsevaluation gemacht worden. Und natürlich in Zusammenarbeit auch mit dem Secret Service der Vereinigten Staaten, wo gewisse Ansprüche hat, wo wahrscheinlich darüber ausgehen, von dem, was die Schweiz jetzt würde von sich aus anordnen. Ja, ich glaube, wir könnten noch schnell zum Programm einen schnellen darauf hinweisen von Donald Trump gerade. Er ist jetzt gerade gelandet. Wir sehen, in diesen Augenblicken startet der ganze Limousinen-Koloss da hinter uns. Wir stehen da gerade im Heliport, da ist er gelandet. Und jetzt wird es dann gerade Richtung Hotel gehen von ihm. Das ist da hinten, das Goldige Ei. Das berühmt-berüchtigte Goldige Ei, wo ja eigentlich Konkurs ist. Die haben ja kein Geld, die können sich nicht finanzieren. Aber jetzt, wenn der Donald Trump da hinkommt, dann wird sich das vielleicht ändern fürs nächste Jahr. Das gibt natürlich Prestige. Es wird natürlich auch Donald Trump extrem gut gefallen. Ein goldiges Hotel extra für ihn. Er, der ja Gold über alles liebt, sogar goldige Toilettensitz hat in seiner Loft in der New Yorker Fifth Avenue. Wenn dann mal Zimmerbezug vorbei ist, dann nachher, wobei, es sieht jetzt gerade so aus, mal, gibt jetzt noch Zimmerbezug wahrscheinlich zuerst, gibt es Treffen mit der Theresa May, gibt es Treffen mit Wirtschaftsführer, es gibt mit dem Premier Netanyahu. Mit dem Premier Netanyahu, genau, natürlich auch ein sehr wichtiges Treffen. Das wird wahrscheinlich auch ein Treffen sein, wo für die Öffentlichkeit noch spannend wird sein. Beziehung USA-Israel ist natürlich immer gut gewesen. Der Donald Trump legt extrem viel Wert auf Beziehung zu Israel und den arabischen Staaten. Hat die arabischen Staaten allerdings ein bisschen ins Leere laufen lassen mit dem Entscheid, dass man Jerusalem als Hauptstadt anerkennt. Also, wenn er jetzt mit dem Netanyahu redet, dann nachher ist da eigentlich gute Stimmung. Eigentlich müsste er ja mit den arabischen Staaten reden. Wird vielleicht noch stattfinden, es hat sehr viele arabische Gäste am WEF. Vielleicht sieht man jetzt den ganzen
Präsidentenkoloss das Gleis von der Rätischen Bahn überqueren, je nachdem, wenn das gerade da hinten ist, das wissen wir aber nicht. Also ja, also er ist, der US-Präsident ist seit guter Stunde, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde, etwa 1 Stunde und 20 Minuten, ist er schon auf Schweizer Boden oder auf Schweizer Luftgebiet. Und er hat ja noch keinen Tweet abgesetzt. Kein einziger Tweet, das ist gut. Er twittert natürlich nicht nonstop, ist nicht unbedingt erstaunlich, aber er hätte das natürlich schon dürfen machen, wenn er schon mal landet und als WEF kommt. Vielleicht kommt ihm das noch. Er ist eigentlich berühmt dafür, dass er morgen früh, kurz nachdem er aufgestanden ist, gerade eine ganze Reihe von Tweets absetzt. Vielleicht erfahren wir dann demzufolge morgen ganzen Haufen, was seine Erkenntnisse sind über die Schweiz. Wir erfahren sicher auch etwas in seiner Rede am Nachmittag. Er wird natürlich lobende Worte für alle finden, so wie er das immer macht. Man erwartet, dass er in seiner Rede... Es gibt verschiedene Erwartungen. Man erwartet einerseits, dass er anspricht, dass Amerika ganz super toll ist. Amerika gönnt, das hat er angekündigt. Das wird er am Davoser WEF präsentieren. Man erwartet andererseits auch, dass er sich ein bisschen staatsmännischerweise zusammenreisst und ein bisschen einen Gegenpol setzt zu anderen Staatschefs, die am WEF schon geredet haben, zum Beispiel der chinesische Präsident letztes Jahr, der enorm für den Freihandel eingetreten ist, das sehr gepusht hat, was Donald Trump natürlich überhaupt nicht passt. Während dahin die nächsten Helikopter wahrscheinlich wieder langsam starten und Richtung Zürich oder Dübendorf gehen, sieht man dahin, man sieht nur die Dächer von diesen Fahrzeugen, aber die fahren jetzt da hinter dem Schnee, der ungefähr 1,5 Meter jetzt da in Davos ist, würde ich jetzt schätzungsweise sagen, fahren die da rauf zum Goldigen Ei. Das ist der aktuelle Stand, wo der Donald Trump gerade ist. Und dann wird eben heute Abend dann das Treffen sein mit den Wirtschaftsleuten, die auch besonders in Amerika investieren. Das ist ja ein Ziel von Donald Trump da am WEF, dass er Investitionen auf Amerika holen will. Oder noch will erweitern, dass die Leute noch mehr investieren. Das ist ja sein Ziel. Wo er hat gute Argumente im Gepäck mit seiner Steuerreform. Er hat insofern auch gute Argumente, als man am WEF auch glaubt, es ging jetzt aufwärts mit der Wirtschaft, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Das ist ein weltweiter Trend, der sich schon im letzten Vierteljahr sich abzeichnet hat. Da am WEF grosse Zustimmung. Man eigentlich gehört, dass man sagt, mal, es kommt wieder gut. Man sieht Möglichkeiten, man sieht Investitionsmöglichkeiten, man sieht auch neue Technologien, die man weiterentwickeln kann. Startups sind natürlich gefragt. Das ist etwas, wo Donald Trump sicher zusagt, wo er sicher auch viel Kontakt kann knüpfen und Leute kann ansprechen. Also es hat schon gute Gründe für ihn, um da zu sein. Es hat auch aus weltpolitischer Sicht weniger gute Gründe, dass er das einfach als Plattform braucht, um seine Message, seine Botschaft auch zuhause wieder mal zu hören lassen. Man wird natürlich auf die Rede morgen schauen. Dass es auch mehr so eine Aktion ist für sein Land. Genau. Dass er dann den Amerikanerinnen und Amerikanern kann sagen, hey, ich stehe für euch da, ich gehe raus, ich schaue, rede mit den anderen, mit den Wirtschaftsleuten, mit den Unternehmern, aber auch mit anderen Politikern. Ganz genau. Also wenn jemand weiss, wie dass man eine Plattform für die eigene PR nutzt, dann ist ja das der Donald Trump nachgewiesenermaßen. Und er wird das sicher morgen auch machen. Also nicht nur morgen in der öffentlichen Rede, sondern auch bei allen Hintergrundgesprächen. Genau. Gut. Es ist, tut sich eigentlich nicht viel. Weiters da hinten. Der Präsident wird jetzt wahrscheinlich langsam da im Hotel angekommen sein. Und dann wird es ja morgen eben auch noch, wir haben jetzt nur von dieser Rede geredet, aber auch noch das Treffen. Vielleicht können wir noch mal schnell ein bisschen auf das Bezug nehmen. Dabei wird sie der Bundespräsident Alain Berset
der Ueli Maurer, Finanzminister. Nein, Ueli Maurer nicht, der Wirtschaftsminister, der Johann Schneider-Ammann, genau. Und der Außenminister Ignazio Cassis. Also ein Sozialdemokrat und zwei FDPler, weiß nicht, ob man das auch parteipolitisch überlegt hat innerhalb des Bundesrats. Man hat uns gestern gesagt, dass Sigi wahrscheinlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss, das werde ich auch noch nicht gerade Bundesrat, aber andere wichtige Leute aus der Schweizer Bundesverwaltung dabei. Hat man denn sagen, wer wird dabei sein? Entschuldigung? Haben Sie können sagen, wer wird dabei sein? Das haben Sie nicht offiziell wollen sagen gestern, und es war auch noch nicht alles ganz definitiv gewesen, gestern, wer das da alles wird dabei sein. Gut, also nicht definitiv, wer wird dabei sein? Von der Schweizer Delegation? Aus der Schweizer Delegation. Das wird wahrscheinlich um höhere Diplomaten gehen, Staatssekretär vermutlich. Natürlich auch andere Berater, die dann vielleicht am Bundesrat noch etwas einflüstern könnten. Auch ein Bundesrat weiss nicht immer alles. Muss vielleicht Rückgriff nehmen auf einen guten Tipp aus seinen eigenen, von seinen eigenen Leuten. Wer wird eben von den Amerikanern dabei sein? Man hat gehört, sein Sohn, der wird, oder sein Schwiegersohn, sorry, der wird, ist da dabei. Genau, der Jared Kushner soll da sein. Der Finanzminister Steven Mnuchin ist gestern schon da gewesen. Der Handelsminister wird da sein. Der Johann Schneider-Ammann trifft heute zum Beispiel den Arbeitsminister von den USA. Auch da ist sehr interessant, wer das die alle treffen. Das laufen natürlich diverse Kontakte. Mit dieser grossen Ministerdelegation, die aus den USA da ist, nicht alle erst jetzt mit dem Donald Trump eingetroffen sind. Wer er auch wird treffen, interessanterweise, ist der, bin ich nicht sicher, ist der Präsident oder Premierminister, der Staatsoberhaupt aus Ruanda. Man fragt sich, warum jetzt gerade Ruanda, wenn er sonst wirklich Top-Shots, zum Beispiel eben Theresa May trifft und natürlich das Gastgeberland. Schweiz, unser Bundespräsident. Aber der ruandische Präsident ist gleichzeitig auch der Vorsitzende von der Afrikanischen Union. Also die Leute, die Donald Trump den Tarif durchgegeben haben, nachdem er seinen Kommentar gemacht hat oder soll gemacht haben, zu diesen Shithole Countries. Also da gibt es da vielleicht noch Erklärungsbedarf. Andersrum wird der ruandische Präsident auch Gelegenheit nutzen, natürlich zum Donald Trump sein Interesse an Afrika und im Ruanda im Speziellen wecken. Wenn wir nochmal auf die Aviatik Bezug nehmen, auf die Helikopter, die wir im Hintergrund bei uns sehen. Wir sind beim Heliport. Jetzt sind die erste Marine One, also die, mit der wo der Donald Trump da hinkam, ist auf Davos, ist schon in der Luft mit mehreren Super Pumas von der Schweizer Luftwaffe und zwei Blackhawks-Helikopter. Genau. Würde ich jetzt sagen. Es sind ja, glaube ich, vorhin etwa 3 da gewesen, plus noch die 2 Präsidenten-Helikopter. Die sind jetzt unterwegs, wieder retour, wahrscheinlich auf Dübendorf. Das wissen wir nicht genau, aber sehr wahrscheinlich werden die dort stationiert sein, weil ja der Flughafen Zürich recht viel Verkehr hat, recht ausgelastet ist von den Stellplätzen. Da werden die wahrscheinlich nicht noch gross Platz hat, um da Helikopter von der US Air Force können zwischenlanden. Das ist sicher richtig. Eventuell macht man für den amerikanischen Präsidenten eine Ausnahme. Eventuell. Hat er gewisse Vorrechte. Sie sind ja auch nicht jetzt via Dübendorf auf Davos geflogen. Hast du noch etwas wollen sagen? Nur wollen sagen, die alpine Ruhe ist wieder eingekehrt. Wir sind, glaube ich, alle auch irgendwie froh darum, dass es jetzt Davos wieder ein bisschen ruhiger ist. Wobei natürlich der ganze Rummel jetzt wird 2 Tage lang weiter bestehen. Im also sicher an diesem Platz, wo er wird sein. Genau. Gehe ich davon aus. Wir sind gestern hier in Davos angekommen. Und da sieht man immer wieder mal, gibt es so Orte, wo etwas passiert, wo viel Polizei rum ist, wo viel Securities rum sind. Und dann kann man davon ausgehen, dass dort gerade ihre Persönlichkeit wird sein. Es hätte gestern nicht Angela Merkel sein oder Emmanuel Macron. Der ist ja, glaube ich, immer noch in Davos aktuell. Genau. Und so ist das da in Davos. Sonst muss man sagen, ist es relativ ruhig. Es ist ruhig, ja. Das kann man durchaus so sagen. Und
Zugegebenermassen kennen wir natürlich auch nicht alle Wirtschaftsführer, wenn wir nur ihr Gesicht sehen und keinen Untertitel, was ihr Name und Titel ist. Und es passiert einem, dass... Das werden wir in Zukunft vielleicht mal sehen. Genau, aber es passiert einem zum Beispiel jetzt gestern Abend in Davos auch, dass der Tony Blair an einem vorbeiläuft und man erst nachher merkt, dass das der Tony Blair war und er hat vielleicht einen Security-Mensch dabei gehabt. Es ist... Ein bisschen beides, oder? Es ist viel Security, vielleicht auch bei denen, die das Gefühl haben, sie müssen das ein bisschen machen, weil sie sich wichtiger finden als andere. Das ist wahrscheinlich auch vielleicht so, dass das Unternehmer sind, die in ihrer Heimat berühmt sind. Man kennt die dort und die brauchen Sicherheitsleute. Und dann kommen die halt mit dem gleichen Koloss auch in die Schweiz. Nur in der Schweiz sind wir in einem anderen Land, also eigentlich im einzigen Land, wo man, glaube ich, so kann rumlaufen kann, als berühmte Person ohne Sicherheitsleute. Also du hast gestern ja noch Doris Leuthard per Zufall auf der Straße angetroffen. Sie hat auch Damen bei sich gehabt, weiblichen Bodyguard, wo aber auch sich dezent im Hintergrund gehalten hat. Also man ist einfach durch die Straße spaziert. Man hat sich auch gerade begrüßen. Grüezi Frau Leuthard, sind Sie auch da? Wie geht es Ihnen so? Also es ist so ein Smalltalk mit der Bundesrätin. Einerseits da Dorfleben, andererseits eben, zwischendurch ist dann eine kurze Hektik, wenn irgendjemand mit einer Limousine vorfährt und in ein Hotel reingeht und schnell wieder verschwindet. Aber auch, wir sind gestern in dem Hotel gewesen, wo unsere Bundesräte abgestiegen sind und da läuft halt ein Bundesrat rein und wieder raus. Also Bundesräte sind ja in dieser Beziehung sehr unkompliziert. Das kennen Sie auch von Bern, wo wir unter anderem mit deiner Busfahrt oder mit deiner Busfahrt. In Davos, ich kann mir sagen lassen, dass der Bundesrat Schneider-Ammann, dass er nicht wollte mit dem Auto von Davos-Platz nach Davos-Dorf, weil es zu lange wird gehen, sondern er ist tatsächlich mit dem Zug, mit der Rätischen Bahn, da hat er schnell einen Standortwechsel gemacht. Das habe ich mir einfach sagen lassen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich das kann so ich mir stimmt, sehr gut vorstellen. Aber das ist für einen Bundesrat, wie man es ja auch schon gesehen hat, vom Didier Burkhalter, ist das glaube ich mal gesehen. Genau, die Burkhalter, die ja auch jahrelang wohnen, Bundesrat war. Natürlich. Von Neuenburg auf Bern einfach mit dem Zug gependelt ist. Und ein Bild, das um die Welt gegangen ist und als Beispiel für, wie es in der Schweiz eben ist, gestanden ist. Ich nehme an, auch Doris Leuthard hat sich überlegt, dass, wo ich sie getroffen habe, dass es jetzt einfach gemütlich und schön ist und dass man jetzt schnell zu Fuß von einem Ort ans andere verschiebt. Das ist ja wirklich auch einfach die einfachste Möglichkeit, um irgendwo hingehen, ausser man muss gerade weiter weg, wie wir zum Beispiel unser Hotel auf der Lenzer Heide haben. Wir müssen einfach mit dem Auto, weil sonst wird das Ganze ein bisschen schwierig. Genau. Aber alle anderen Bundesräte und Unternehmer, Politiker, sonst, die haben ja Hotel da, weil sie beim BEF angemeldet sind. Genau. Und ein Hotel noch gefunden haben vor allem. Das, Hotel, das läuft ja nicht ganz so, wie wir das gemacht haben. Ja, das läuft nicht ganz so, wie wir das gemacht haben. Es ist so, dass alle Teilnehmer, die zahlen einen grossen Betrag. Ich habe mir gestern sagen lassen, glaube etwa um die 27'000 Franken mit die zahlen, das dürfen da hinkommen. Ich weiß nicht, ob das bei allen ist, ob es da verschiedene Kategorien wird geben, glaube ich schon. Plus noch eine Mitgliedschaft, die die Unternehmen haben müssen, dass überhaupt als WEF kommen. Also man muss mal viel Geld anblättern, dass man da auf Davos kommen darf, als Teilnehmer vom World Economic Forum. Und die Leute bekommen dann vom WEF ein Hotel zuteilt. Also die müssen nicht ein Hotel suchen, wie wir das gemacht haben, sondern das WEF bucht da im Jahr voraus, bucht die Ferienwohnungen, die buchen Hotel, also sämtliche Hotel in ganz Davos und sämtliche Ferienwohnungen. Und tun die nachher dann selber zuteilen, welche Persönlichkeit in welchem Raum kann schlafen kann. Braucht natürlich ein bisschen Lobbyieren dann auch. Es gibt natürlich dann die, wo eben zum Beispiel den Elton John und Kate Blanchett, die einen Award bekommen haben, die werden natürlich dann eingeladen. Die müssen Mitglied sein vom World Economic Forum. Eine interessante Anekdote, gestern bei der Rede von Emmanuel Macron, dem französischen Präsident, er hat dann so in einem Nebensatz gesagt, eben, sind wir wieder im Klimawandel. Viel Schnee in Davos. Man könnte meinen, Klimawandel finde ich nicht statt. Aber man hat ja zum Glück niemanden eingeladen, der den Klimawandel anzweifelt. Ja, ein bisschen schmunzeln im Saal. Die Frage ist, wie er das gemeint hat. Hat er das einfach ein bisschen ironisch gemeint in Anspielung auf den Donald Trump? Oder hat er wollen sagen, der Donald Trump ist ja eigentlich nicht eingeladen gewesen. Der hat sich einfach selber eingeladen. Der hat einfach einmal gesagt, ja, ich komme im Fall auch. Und dann kann der Klaus Schwab schlecht sagen, ja, wir haben jetzt keinen Platz mehr und kein Hotelzimmer. Das ist einfach eine Persönlichkeit, die nimmt man. Genau. Und die ist jetzt auch da seit
Das können wir genau sagen. Wann ist er genau gelandet? Vor etwa 20 Minuten? Schätzungsweise. Ist er gelandet hier in Davos, hinter uns im Heliport und ungefähr vor eineinhalb Stunden in Zürich. Also er hat etwa eine Stunde gebraucht gehabt zwischen der Landung in Zürich-Kloten, bis er hier in Davos an der Kälte angekommen ist. Es nimmt mich noch Wunder, das werden wir wahrscheinlich noch sehen, wie er ausgerüstet ist für das Davos. Wir haben vorhin gesagt, ungefähr minus 4 Grad. Schnee etwa 1,5 Meter auf der Piste oben, wo wir gestern waren beim Jakobshohn. 2,5 Meter haben sie gesagt, oder je nachdem wahrscheinlich auch 3 Meter. Also der muss da Kappen dabei haben, Händchen und ja. Kommt ein bisschen auf sein Programm drauf an, wenn er natürlich von Tür zu Tür gefahren wird, dann nachher braucht es allenfalls rutschsichere Schuhe. Das verteilen sie auch noch am WIF. Das habe ich auf Twitter gelesen, dass man eben sagt, hey, liebe Teilnehmer, schaut da in Davos, es ist rutschig und sie verteilen die Spikes. Die kann man dann schön da unten an die Schuhe reintun und die verteilen es gratis. Also die haben wir jetzt nicht an. Die haben wir noch nicht bekommen. Aber die werden da verteilt, Spikes vom WIF. Und natürlich werden dann noch viele andere Sachen verteilt. Das hat, durch die ganze Promenade hat es Stände von Firmen, von Facebook, von Google, von Versicherungen. Genau. Zum Beispiel, ja. Um auch als Schweizer Unternehmen zu nennen. Nicht nur die Rätische Bahn, die uns zum dritten Mal da während der Live-Schaltung begleitet. wo Gadgets verteilen, wo Suppe verteilen zum Beispiel, das haben wir natürlich sehr geschätzt. Wir sagen jetzt nicht von wem. Es hat eine indische Firma, die Tee verteilt. Also es wird da geworben mit allen Mitteln, um die Elite, die sich im WEF tummelt. Offenbar funktioniert das. Also die können sich ja eine Suppe oder einen Tee oder einen lustigen Hut locker leisten. Aber die Hüte zum Beispiel sind gestern vergriffen gewesen. Darf ich dich noch schnell alleine weiterreden lassen? Ich muss schnell ein Interview absagen. Wo wir da in Davos abgemacht Sehr haben. Sehr gut. Donald Trump übernimmt beziehungsweise drängt alles in den Hintergrund. Wie gesagt, das ist natürlich einerseits ein bisschen schade, auch aus Sicht von Klaus Schwab, vom Organisator vom WEF. Man hat sehr viele Panels sich ausgedacht, sehr viele Themen, man hat einen Haufen Gäste eingeladen. Einerseits Prominente, die zu einem Thema etwas können zeigen können, andererseits aber auch weniger Prominente, die sich mit einem Gebiet schon seit Jahren auseinandersetzt, wo man dann eben kann in die Panels hineinhocken und zuhören, was die zu einem bestimmten Thema sagen. Jetzt ist der US-Präsident da und alle reden nur noch von ihm. Ist natürlich vordergründig so, in den Panels lässt man natürlich trotzdem zu. Vielleicht hat es nicht mehr die breite Wirkung in den Medien, was natürlich auch ein Ziel ist vom WEF, dass man nicht nur darüber redet, sondern dass man die Message auch ein bisschen in die Welt rausträgt. Nicht, weil man jetzt irgendwie etwas Konkretes beschlossen hat, sondern einfach, um ein Thema auch im Gespräch zu behalten, um interessante Ansätze im Gespräch zu behalten, um die richtigen Leute zusammenbringen. Umgekehrt ist man natürlich immer stolz, wenn man einen amerikanischen Präsidenten kann am WEF haben. Das gibt dem Prestige dann fürs nächste Jahr wieder zum Beispiel. Ich würde sagen, nachdem jetzt die alpine Ruhe wieder eingekehrt ist, im Goldigen Ei Zimmer bezogen werden. Wir wissen nicht, ob in dem angeblich geheime Stockwerk, das es gibt, das von niemand anders zugänglich ist. Das Gerücht hat es auch einmal noch gegeben. Oder in einem ganz regulären, in einer Presidential Suite zum Beispiel. Würde ich sagen, gehen wir doch zurück. Wenn es Fragen gibt, die wir noch beantworten sollten, die wir allenfalls noch sollten, den Bundesrat zum Beispiel, den wir noch treffen, zu stellen. Oder wenn es Inputs gibt, anderer Art, Diskussionsbeiträge, machen doch das unten dran. Wollen wir noch schnell kurz zusammenfassen, was heute noch das Programm ist? Du jetzt ist gerade Donald Trump gelandet, der ist jetzt im Hotel. Es geht bei uns jetzt heute Nachmittag weiter noch ein Interview mit der Doris Leuthard. Mit der Doris Leuthard haben wir noch abgemacht. Es gibt noch mindestens zwei andere Bundesräte, die gefunden haben, sie wären noch interessiert an uns. Das müssen wir uns noch überlegen. Okay. Das müssen wir sehr gut überlegen. Weil man hat die Qual der Wahl da an dem WEF, oder? Aber wir bleiben da auf jeden Fall dran. Das ist der Vorteil, wenn alle an einem Ort sind. Und das werden wir sicher ausnützen. Wir sind heute Donnerstag da noch in Davos und morgen am Freitag dann noch, wo wir den ganzen Tag da aus Davos berichten. Und am Freitag gehen wir, glaube ich, noch auf die Ski. Nicht mehr fast, damit der Davos noch etwas von uns hat.
Wir verabschieden uns aus Davos. Wir wünschen Ihnen jetzt einen ganz schönen Mittag und sagen einen guten aus Davos.